too much is not enough. Nobody said this stuff makes any sense. Immer kommen sie mich jetzt besuchen. Jeden Tag. Jetzt sind wir Freunde. Toni, ich bin gekommen, weil ich herausfinden will, was vor 2 Jahren mit Mirjam passiert ist. Möchten Sie grünes Püppchen oder rotes Püppchen? Vielleicht sollten wir später spielen. Erst möchte ich ein paar Fragen klären. Später. Der Boris Meyer, war das auch Ihr Freund? Der Boris? Nee. Bevor Sie hierher gekommen sind, war da der Boris oft bei Ihnen und Ihrer Mama zu Hause? Ganz am Anfang waren nur Mama und ich da, weil ich keinen Papa habe. Und dann kam der Boris. Und das ist Mamas Freund. Und waren Sie da froh? Nee, wir streiten uns ganz viel, der Boris und ich. Und das macht Mama traurig. Deswegen versuche ich, mich da zurückzunehmen. Das heißt, Ihre Mama hatte Angst, dass der Boris sie verlässt? Ja, weil wir uns so oft streiten. Aber jetzt streiten wir uns nicht mehr, weil mich der Boris nicht besucht. Ja. Oh nee, Harold, ich habe jetzt echt keine Zeit. Also Sie müssen Ihre Besuche schon vorher anmelden. Ich habe echt viel zu tun. Stimmt. Ich habe nämlich etwas, wofür Sie sich jetzt Zeit nehmen müssen. Ich bin auf eine Spur gestoßen, die Sie ganz offensichtlich vor 2 Jahren übersehen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Herr Schwert, wollen Sie sich nicht erstmal anhören, was wir herausgefunden haben? Bleibt mir was anderes übrig. Also was haben Sie denn? Es geht um Herrn Meyer, den Lebensgefährten von Tonis Mutter. Der hat in seiner Jugend eine Mitschülerin gewirkt. Und der ist bei den Brinks ein- und ausgegangen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass er Tonis DNA-Spur, ob beabsichtigt oder nicht, auf das Opfer übertragen hat. Hm? Keine gute Arbeit, Herr Kommissar. Wir sind wirklich nicht hier, um Ihnen Vorwürfe zu machen. Aber dieser Spur, Boris Meyer, der ist damals wirklich nicht ausreichend nachgegangen worden. Es gibt Zeugen, die haben Toni Brink gesehen, wie er sein Opfer belästigt hat. Aber es gibt keine Zeugen für die Tat. Vielleicht gibt es wirklich einen Serientäter, der beide Taten begangen hat. Und was ist mit den Unterschieden zu den beiden Taten? Ja, vielleicht hat die ja jemand absichtlich gesetzt. Sie haben doch selber gesagt, wir haben es hier mit einem intelligenten, planvoll agierenden Täter zu tun. Vielleicht hat jemand Toni die Tat untergeschoben, die er gar nicht begangen hat. Herr Kommissar, bitte. Ich will ja nicht mehr, als dass Sie Ihre Ermittlungen einfach noch mal überdenken. Ja, ja, ja. Gut, okay, ich häng mich noch mal rein. Sagen Sie mal, wir essen doch nicht zufällig hier, oder? Nein. Hier hat Mirjam Blume gearbeitet, das angebliche Opfer von Toni. Ja, und hier haben Zeugen gesehen, wie Toni von seiner Angebeteten abgewiesen wurde. Sind Sie von Tonis Unschuld überzeugt? Nein, das bin ich nicht. Aber es kommt auch gar nicht darauf an, wovon ich überzeugt bin oder was ich glaube. Mhm. In dem Verfahren gegen Toni hätten jedenfalls auch die ihn entlassenen Umstände untersucht werden müssen. Mhm. Und das ist ganz offensichtlich nicht geschehen. Ich habe schon gehört, dass jemand versucht, den Toni aus der Klapse zu holen. Aber dass Sie sich hierher trauen, ein starkes Stück. Wir kannten die Mirjam schon seit Jahren. Und Sie wollen, dass der Mörder wieder frei rumläuft? Sagen Sie mal, was macht Sie denn so sicher, dass Toni der Mörder von Mirjam Blume war? Ich habe gesehen, wie der Toni die Mirjam angegangen ist. Er hat sie bedrängt, aufgeladen und umgebracht, die Sau. Kommen Sie, wir gehen besser. Der Toni gehört eindeutig weggesperrt. Es ist niemand mehr sicher, wenn der frei rumläuft. Ja, Sie müssen es ja wissen. Ich mache Sie persönlich dafür haftbar, wenn das Monster wieder was anstellt. Sie lassen uns jetzt vor allem mal gehen, und zwar sofort. Jetzt ist aber mal gut, Volker. Reg dich ab. Wenn Toni schuldig ist, dann kommt er auch nicht auf freien Fuß. Weißt du, wie das ist? Verfahrensfehler und raus ist er, die Sau. Mensch. Es ist ganz gut, man wahrt ein bisschen Distanz, würde ich mal sagen. Wäre besser. Entschuldigen Sie, einen Vorfall eben. Eine Imbissbude. Die Emotionen kochen wieder hoch. Kann man ja auch verstehen. Kannten Sie eigentlich auch das Opfer, Mirjam Blume? Ja, klar. Mirjam war beliebt hier. Ihr Tod war ein Schock für viele hier. Als Toni verhaftet wurde, waren sich die Leute schnell einig, dass er der Täter ist.
Viele hätten am liebsten auch seine Mutter von hier vertrieben. Ja, aber danke für die Hilfe mit den Typen da im Bestand. Sie müssen diese Leute nicht so ernst nehmen. Ach, wo waren Sie eigentlich letzten Montag zwischen 8 und 9 Uhr morgens? Warum fragen Sie? Naja, weil Sie nach eigenen Angaben für die Tat vor 2 Jahren kein nachprüfbares Alibi haben. Sie waren doch angeblich allein im Keller beim Wäscheaufhängen. Und da frage ich eben, ob Sie jetzt für den letzten Montag ein Alibi haben. Ja, ich bin Sportlehrer an der Gesamtschule hier im Viertel. Und noch morgens habe ich einen Volleyballkurs. Viertel von 9 bis 10 Uhr. Danke, schönen Tag noch. Danke. Ja, warum braucht der Sendler denn jetzt plötzlich ein Alibi? Der Herr Sendler, der zeigt sich couragiert, ja, nachdenklich, engagiert. Der hat für alles und jeden Verständnis. Vielleicht ein bisschen zu viel. Wieso läuft denn er uns nach? Hm? Warum? Manchmal haben gerade solche Leute irgendwas zu verbergen. Mhm. Hallo, Herr Schwert, wir haben von dem Überfall gehört. Zweifeln Sie immer noch, dass wir es mit dem Serientäter zu tun haben? Nein, aber ich sehe noch nicht zwangsläufig den Zusammenhang zwischen den beiden Taten und der Tat, für die Toni Brink verantwortlich ist. Offensichtlich wollen Sie sich keinen Fehler eingestehen. Okay, von mir aus. Dann lassen Sie den alten Fall um Toni Brink außen vor, darum kümmern wir uns. Aber finden Sie endlich den Täter. Ja, meine Meinung wird ja nur selten gefragt. Aber ich habe es ja gleich gesagt. Es gibt sehr viele Übereinstimmungen zwischen dem ersten und dem zweiten Mord. Und dem Überfall heute auch. Die Schere zum Beispiel. Gibt es eine Beschreibung des Täters? Vage, mittelgroß, schlank, tätertrockene Sturmmaske, war mit einem Bundeswehrparker bekleidet. Und haben Sie den Boris Meyer vernommen? Na klar, mit ihm habe ich schon telefoniert. Er hat für letzten Montag ein Alibi. Von seiner Lebensgefährten, nehme ich an, oder? Na? Angerufen. Jetzt machen Sie mal endlich Ihren Job. Ja gut, ich nehme mir den Meier noch mal vor. Sie glauben auch, dass ich etwas mit diesen Morden zu tun habe? Hat Richter heute in diesen Flur ins Ohr gesetzt? Naja, Sie sind in Ihrer Jugend schon aufgefallen, weil Sie Gewalt gegenüber einer Frau ausgeübt haben. Sie haben damals eine Mitschülerin gewürgt. Ach, hören Sie doch auf. Ich war damals nur sauer, weil sie mich auf einer Party erst heiß gemacht hat und dann mittendrin plötzlich auf Nonne gemacht hat. Ist er Ihnen gegenüber schon mal gewalttätig geworden? Nein. Wann hört denn dieser Wahnsinn endlich auf? Dieser Holt macht Susanne und Toni grundlos Hoffnung und fängt an, gegen unbescholtene Bürger vorzugehen. Sie sind vorbestraft. Sie haben damals über Ihre Lebensgefährtin Einfluss auf Toni Brink genommen, damit er ein Geständnis ablegt. Und dieses Geständnis war neben anderen Hinweisen ausschlaggebend für seine Verurteilung. Ich habe aber anders als Toni dem Opfer nicht nachgestellt. Und ich habe auch nicht Tonis DNA. Ach, die DNA. Sie standen ständig in engeren Kontakt mit Toni Brink. Seine DNA hätte leicht auf ihre Kleidung kommen können. Und somit über sie zum Tatort. Nun, es gibt aber auch einige Hinweise darauf, dass der Täter, der damals Miriam Blume getötet hat, auch für die beiden jüngsten Fälle verantwortlich ist. Es würde natürlich bedeuten, dass Toni Brink in der Psychiatrie sitzt für eine Tat, die er gar nicht begangen hat. Sie glauben, dass er unschuldig ist? Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber die Möglichkeit besteht. Er ist unschuldig. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Wo waren Sie gestern Nachmittag gegen 3:30? Zu Hause. Hab ferngesehen. Ich bin arbeitslos und vertreibe mir so die Zeit, bis Susanne nach Hause kommt. Zeugen? Nein. Wo waren Sie letzten Montag? Letzten Montag früh zwischen 8 und 9? Im Bett. Und das kann meine Lebensgefährtin bestätigen. Ja, ich kann es bestätigen. Ja, ich denke, wir sind hier soweit fertig.
danke. Du bist super. So fühle ich mich gerade überhaupt nicht, ey. Ich habe für dich gelogen und dir ein falsches Alibi gegeben. Ach komm, du bist nur down wegen Toni. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Aber ich werde Toni nicht verraten. Nicht noch einmal. Immerhin hast du mir damals eingeredet, dass Toni gestehen soll. Und ich hab's ihm dann eingeredet. Glaubst du jetzt auch, dass ich etwas mit diesem Mist zu tun habe? Naja, immerhin hast du mir verschwiegen, dass du vorbestraft bist. Das ist 15 Jahre her. Aber Toni sitzt jetzt für eine Sache in der Psychiatrie, die er nicht getan hat. Und ich werde mein Kind nicht verraten, für niemanden. Willst du jetzt mein Alibi zurücknehmen? Hey. Bist du erst zufrieden, wenn ich unschuldig verurteilt werde? Ich muss erst mal nachdenken. Sie sind ja schon wieder da. Ja, hallo Toni. Ja, ich bin schon wieder. Ich bin eigentlich nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich weiter an Ihrem Fall arbeite. Haben Sie den Mörder schon gefangen? Das kann man so nicht sagen. Aber wir haben neue Hinweise und vielleicht helfen uns diese Hinweise auch im Fall von Miriam weiter. Aber das wissen wir noch nicht genau. Kann ich dann jetzt nach Hause gehen? Nein. Ich kann Ihnen nicht sagen, Toni, ob und wann Sie überhaupt heim dürfen. Aber ich habe eine Frage an Sie. Es gibt eine Zeugin, die hat den Täter gesehen. Allerdings nicht das Gesicht, sondern nur die Kleidung. Und diese Zeugin sagt, dass der Täter so einen Parker getragen habe. Kennen Sie denn jemanden, der so einen Parker hat? Ja. Und wer ist das? Ich? Ich habe genau so einen in meinem Hobbykeller neben der Angelausrüstung. Wonach suchen Sie denn? Toni Brink hat uns gesagt, dass er hier im Keller seine Angelausrüstung aufbewahrt. Ja, unten im Bundeswehrparker. Ja, das stimmt. Gleich hier. Der Parker hing eigentlich immer hier, an diesem Haken. Komisch. Habe ich aber auch nicht wirklich drauf geachtet, seit Toni fort ist. Herr Sendler, wer hat alles Zugang zu Tonis Hobbykeller? Alle im Haus. Der ist ja nicht abgeschlossen. Na gut, der Parker ist jedenfalls nicht mehr da. Danke für Ihre Unterstützung, Herr Sendler. Danke. Chef, ich glaube, ich kann Ihre Gedanken erraten. Na, dann schießen Sie mal los, Frau Nickel. Also, Gabi Hans, die Frau, die den letzten Überfall überlebt hat, hat gesagt, dass der Täter während der Tat einen Parker anhatte. Und Toni Brink hat auch so einen Parker, der ist inzwischen weg. Und von Tonis Parker könnten seine DNA-Spuren an Tatort und an die Leiche von Miriam Blume gekommen sein. Ja, also davon gehe ich aus. Aber es muss nicht unbedingt Toni gewesen sein. Es kann auch irgendwer anderes gewesen sein, der den Parker anhatte. Zum Beispiel der Freund von Tonis Mutter, dieser Boris Meyer. Das stimmt. Aber belegen können wir das nicht. Nee. Aber ich habe da noch was anderes Interessantes im Internet gefunden. Das ist ein Artikel über Ben Sendler. Der scheint eigentlich ganz beliebt zu sein. Ja, vielleicht waren auch meine Fragen an ihn etwas zu harsch formuliert. Aber von dieser Freundlichkeit und von dem angenehmen Auftreten, das sollte man sich nicht einlullen lassen. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er was mit den Taten zu tun hat. Aber sein Alibi ist nicht ganz so gut, wie wir angenommen haben. Hier, lesen Sie mal. Städtische Gesamtschule. Der Sportunterricht findet weiter in der Ausweichhalle statt, dass sich der Abschluss der Bauarbeiten an der Sporthalle der Schule verzögert. Genau. Und ich habe die Entfernung zwischen den Tatorten im Waldgebiet und der Halle recherchiert. Und im Endeffekt hätte er es schaffen können, nach den Taten rechtzeitig zum Unterricht zu erscheinen. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Ja, aber sehr gut gemacht, Frau Referendarin. Aus Ihnen kann man eine richtig gute Richterin oder Staatsanwältin werden. Da bin ich überzeugt davon. Danke, aber ich glaube nicht, dass der Sendler was mit den Taten zu tun hat. Wir sollten uns auf Boris Meyer konzentrieren. Ich bin mir sicher, dass der lügt. Aber das müssen wir ihm halt nachweisen. Naja, da hatte ich so eine verrückte Idee. Und die wäre? Also, Boris Meyer und ich sind uns noch nie begegnet, oder? Er kennt mich nicht. Stimmt. Und ich habe rote Haare, genau wie die anderen Opfer des Serientäters. Und? Naja, wir könnten versuchen, ihn aus der Reserve zu locken. Mit mir als Lockvogel. Klare und verbindliche Antwort, nein. Ja,
Ich weiß Ihr Engagement wirklich zu schätzen, aber Sie schießen mal wieder weit übers Ziel hinaus. Warum denn nicht? Weil wir hier keine Wildwestnummern abziehen. Haben wir uns jetzt verstanden? Ja. Soll ich Sie mitnehmen? Nee, ich fahre mit dem Bus. Gut, dann schönen Feierabend. Ja. Die Recherchen seiner Referendarin haben Alexander Holt nicht losgelassen. Er hat seinen nächsten Termin verschoben und kommt noch einmal zurück, um erneut mit Bernd Sendler zu sprechen. Frau Nickel? Haben Sie? Nein, das war ganz sicher keine gute Idee. Wo stecken Sie denn jetzt? Sofort raus aus dem Wald, steht. Sofort! Ich lauf zurück zum Siedlung! Frau Nickel, hören Sie mich! Verdammt! Mensch, geh ran! Kommissar Schwert, schicken Sie sofort Ihre Kollegen los! Nein, jetzt gleich! Meine Referendarin, die wird von unserem Täter verfolgt. Die flüchtet in dem Waldstück in Richtung Siedlung. Nein, jetzt sofort! Ich laufe entgegen. Sag mir. Ganz ruhig, es ist vorbei, Frau Nickel. Ganz ruhig. Und das ist nicht Boris Meyer. Was? Ein Abend, Herr Sendler. Und das ist der Parker, den Sie Ihrem Freund Toni gestohlen haben. So sind Tonis DNA-Spuren damals an den Tatort gekommen. Toni, bring es nicht, der Täter. Oh, Sie können ja gar nicht. Ich war einfach nur joggen. Ach. Und die Haarsträhne, ihr Opfer, die wollen wir auch noch finden. Wieso musste Miriam Blume sterben? Wieso? Gesehen, wie mies sie zu Toni war. Diese rothaarige Schlampe. Sie behaupten jetzt, dass sie Toni helfen wollten. Dabei haben sie ihren Freund verraten und verkauft. Woher dieser Hass gegen rothaarige Frauen? Meine Mutter, das rothaarige Biest. Sie war eine widerliche Schlampe. Sie hat mir nicht zugetraut. Sie hat immer gesagt, dass ich zu nichts tauge. Und dann kam meine Frau, Ingrid, meine Ex-Frau. Sie hat mich betrogen. Und dann hat sie mich ausgelacht. Ein Schlappschwanz hat sie mich genannt. Und die war auch rothaarig, nehme ich an.
Habe ich doch gleich gesagt. Sie haben das Recht zu schweigen. Halt, ich kann nicht mehr. Linker Kopf. Ich kann nicht mehr. Es ist gut. Es ist vorbei. Jetzt geht's nach Hause. Ich möchte Blumen kaufen für die Miri. Wir können sie doch im Grab besuchen. Das machen wir, versprochen. Aber erstmal geht's nach Hause. Kommt der Alex auch mit? Ich fahre sie zumindest mal nach Hause. Danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Danke, Sie haben uns wirklich geholfen. Danke für alles. Keine Ursache, werden Sie hier fertig machen. Ich hole schon mal das Auto. Hm? Ja, danke. Schön. Das Geständnis von Bernd Sendler war der Schlüssel zur Wiederaufnahme des Verfahrens und zur Freilassung von Toni Brink. Toni, so viel ist ganz klar, ist unschuldig und wird im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen werden. Frau Nickel hat im Referendariat bei mir etwas ganz Entscheidendes schon gelernt. Das Naheliegende ist nicht immer die Wahrheit. Und gerade Unbedarfte und Schwache sind darauf angewiesen, dass ein Richter sich nicht vom ersten Anschein leiten lässt. Ins Zeugnis werde ich Frau Nickel schreiben, sehr engagiert und sehr impulsiv. Sie hat sich übrigens entschieden, nach dem zweiten Staatsexamen will sie nicht Richterin werden, sie will zur Kripo. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, gar nicht schlecht, weder für die Polizei noch für sie selbst.